Ja, offiziell herzlich willkommen zu M365, O365 in der Praxis. Jetzt aber richtig. Mein Name ist Benjamin Ulzhammer. Ich bin verantwortlich für das Marketing und für die IT-Ausbildung bei uns bei der Firma Projekt. Und ich werde heute so ein kleines bisschen durch das Programm führen. Was haben wir heute vor? Herzlich willkommen, da stecken wir gerade drin, das mache ich gerade. Wir haben uns schon ein bisschen aufgetauscht. Wie gesagt, ganz wichtig, wir sind hier bei einem interaktiven Format. Das heißt, bitte schreibt in den Chat, bitte stellt Fragen. Wir möchten, dass ihr mit möglichst viel Wissen natürlich dann aus der ganzen Veranstaltung rausgeht. Als erstes im Programm haben wir dann direkt den Stefan Dütsch, IT-Teamlead von der TAYO Juden, ein Kunde von uns, der sich mit dem Thema M365, ein Befreiungsschlag auch für den Mittelstand, Fragezeichen, beschäftigt. Das Ganze wird ein Interviewformat. Das heißt, ich werde den Stefan ein bisschen interviewen und wir schauen mal, was er aus Kundensicht so zu dem Thema zu sagen hat. Danach folgt ein Vortrag von René Kovacs von Commvault, vom Hersteller. Das heißt, Microsoft nutzt Commvault. Warum sollten sie auch nicht? Einfach das Ganze mal beleuchtet aus Herstelleransicht auf das ganze Thema M365 und Backup. Danach folgend, M365 Backup, braucht es das überhaupt? Mit einer Live-Demo von zwei unserer System Engineers, der Stefan Haas und die Sabrina Nürnberger. Die machen ein bisschen eine Live-Demo, damit man ein Gefühl kriegt, wie kompliziert ist das Ganze, wie sieht es in der Praxis aus. Und last but not least, Dennis Reinhardt, der uns darüber erzählt, Backup as a Service, Flexibilität, die sie nachts besser schlafen lässt, was gibt es da alles für Möglichkeiten und was kann man da tun. Ganz wichtig dabei ist, wir versuchen ziemlich im Zeitplan zu bleiben und schön durchgetaktet durchzukommen. Am Ende gehen wir dann in eine, ja, Q&A-Session, das heißt, da werden wir die Aufzeichnung stoppen und dann ganz offen drüber reden. Da können wir auch konkrete Beispiele nennen, konkrete Zahlen nennen und so weiter. Das heißt, das ist die Möglichkeit, wer bis Ende dabei bleibt, alle seine Fragen loszuwerden, entweder aus Herstellersicht an Proact als Reseller oder Verservicer oder auch an den Kunden, an was zu denken ist. Ja, eine kleine Einführung zu Projekt, wer sie noch nicht kennt. Die Projektgruppe gibt es seit 1994. In Deutschland waren wir vorher die TMX GmbH, wurde gegründet 2001 und ganz neu, Big News, seit letztem Monat oder Anfang diesen Monats wurde die AHD, fusionieren wir mit der AHD in Deutschland. Die AHD wurde gegründet 1987, also gibt es auch schon seit über 30 Jahren. Die Frage ist, wenn jetzt einer fragt, was ist unser Gründungsdatum? Man weiß es nicht, nimmt den Durchschnitt, also irgendwo bei 25 Jahren. Das heißt, uns gibt es insgesamt seit 20 bis 30 Jahren. Wir betreuen insgesamt 600 plus Kunden in Deutschland. Unser Umsatz in Deutschland zusammen mit Projekt Deutschland und der AHD, die eben zu uns gehört jetzt, sind es insgesamt 64 Millionen Euro. Und wir haben insgesamt in Deutschland mit der AHD zusammen insgesamt 230 Mitarbeiter, die sich über ganz Deutschland erstrecken. Das heißt, von Ense Dortmund, wo die Lokationen der AHD hauptsächlich sind, zu Nürnberg und Mainz, wo die Lokationen von Projekt sind, sodass wir eine flächendeckende Betreuung quasi in Deutschland hinbekommen. Ja, unser Portfolio sieht so aus. Im Grunde, wichtig bei uns ist, wenn ich in Multicloud-Szenarien und sonstigen Dingen denke, dann brauche ich eine gute Infrastruktur. Das heißt, ich brauche irgendwo immer, wenn User Daten verarbeiten, ich brauche Speicherplatz, ich brauche irgendwie ein Netzwerk, womit ich diese ganzen Clouds verbinden kann. Und was wir auch dabei haben, immer wenn Daten im Einsatz sind, solange alles läuft, ist alles immer gut, ne? Da sagt der Franke, nicht geschimpft ist gelobt genug. Also das heißt, wenn alles läuft und alle Daten da sind, ist ja alles super. Aber wenn dann zum Beispiel beim heutigen Thema M365 Daten nicht mehr da sind oder versehentlich verloren gehen oder vom LKW fallen, dann wäre es nicht schlecht, wenn man irgendwie Backup und DR eben im Einsatz hat. Von Professional Services über Managed Services ist alles denkbar. Das heißt, für Projektarbeit buchen oder eben dann direkt als Service das Ganze auslagern. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Ich muss nur einen kleinen Werbeblock reinbauen. Ich bedanke mich bei der Firma NetApp, die uns immer unterstützt mit unseren, ja, Kampagnen und im Hintergrund werkelt, die eben auch aus dem Bereich Storage und Backup kommen. Und damit wechsle ich jetzt meine Rolle, stoppe die, ja, Präsentation und setze meine Moderationsmütze auf. Moment, ich wackel kurz. Und begrüße als ersten, ja, Vortragenden oder Interviewpartner den Stefan Dütsch. Hallo Stefan. Hallo in die Runde, hallo Benny. Hi Stefan, wo sitzt du gerade? Tatsächlich auch zu Hause, Homeoffice.
Ich sollte eigentlich in Fürth sein, aber wie es den meisten wahrscheinlich hier in der Runde geht, aus Gründen sitzen wir jetzt wieder vermehrt zu Hause. Bei uns ist es tatsächlich eine Vorsichtsmaßnahme. Wir waren auch, vielleicht komme ich darauf später noch, im März 20 schon eine der ersten Firmen, die tatsächlich die Leute alle nach Hause geschickt hat, einfach nur aus Vorsichtsmaßnahme. Damit einherging natürlich auch, ne, das Thema M365, kann man dann später mal reinspringen an der Stelle auch. Ja, ich sitze zu Hause im Büro, ein bisschen weg von der Firma, muss nicht schlecht sein manchmal. Sehr gut, dann steigen wir direkt ins Interview ein, so als Opener. Das heißt, du arbeitest für die Firma Tayo Juden. Richtig. Wer ist Tayo Juden überhaupt? Damit jeder so einen Einblick hat, in welcher Firma wir uns da bewegen. Also ich spreche hier mal für die Thai Juden Europe GmbH mit Sitz in Fürth. Das ist wiederum die europäische Vertriebstochter des Thai-Juden-Konzerns, der in Japan sitzt. Thai-Juden ist jetzt einer von den größeren Herstellern im asiatischen Bereich für passive elektronische Bauteile und Komponenten. Hat weltweit etwa 20.000 Mitarbeiter. Und wir hier in Europa machen für den europäischen Raum mit ca. 100 eigenen Mitarbeitern und einer externen Logistik machen wir hier den Vertrieb und die Logistik für den europäischen Raum, unsere europäischen Kunden. Früher war das hauptsächlich in den 80ern, 90ern vor allem dann Unterhaltungselektronik, Handy, Sparte und so weiter. Und mittlerweile sind wir da, ein ganz großer Teil von unseren Kunden ist jetzt im Automotive verortet, was natürlich auch wieder ganz eigene Anforderungen stellt. Auch dazu kommen wir im Speziellen dann sicherlich noch bei der einen oder anderen Sache, die ich anzumerken habe. Ich selbst bin da IT-Teamleiter in einem kleinen Team mit 4 Leuten und wir haben noch ein bisschen externe Dienstleister angeflanscht, wie es halt überall so ist. Sehr gut, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, wichtigste Frage: Warum M365? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Was ist da passiert? Es ging primär eigentlich gar nicht mal um die Office- und Microsoft-Geschichte, sondern wir glauben da eigentlich irgendwo einen notwendigen Trend erkannt zu haben. Also sprich grundsätzlich, deswegen auch dieses Stichwort Mittelstand, Firmen in unserer Größenordnung sind fast schon gezwungen, sich Gedanken darüber zu machen, ob ich die ganzen Aufgaben, Tätigkeiten noch selber ausführen kann im direkten IT-Umfeld oder ob ich mir da Partner suchen muss und das Ganze irgendwo auf eine neue Basis stellen muss. Stichwort bei mir tatsächlich Mittelstand, also auch wenn jetzt wir Teil von einem Konzern sind, mit 100 Leuten hast du halt trotzdem andere Anforderungen an Budget, deine Präsenz auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Also auch wenn man sagt, wir sind im Konzern, dann vereinigt das zum Teil auch nur irgendwie die schlechteren Aspekte beider Welten. Ja, man hat die Anforderungen eines Konzerns im internationalen Geschäft zu erfüllen, gleichzeitig vielleicht nur die Größenordnung eines mittelständischen Unternehmens hier vor Ort. Und das stellt natürlich spezielle Anforderungen an, ja, oder das stellt einen Spagat dar, den man einfach bewältigen muss. Und mit Sicherheit ist es so, ja, das weiß jeder, der im IT-Bereich arbeitet, dass es auch die Vielfalt und Komplexität der Aufgaben, die man so direkt im IT-Umfeld zu bewerkstelligen hat, ja, definitiv zugenommen hat. Die Lieferketten, die Logistik, da rede ich gar nicht mal unbedingt von den IT-Tätigkeiten, sondern dem Business-spezifischen, was die IT zu be betreuen hat. Und gerade wenn man jetzt dann im Geschäft Automotive mitspielt, sind es nochmal ganz andere Anforderungen an Security, an Liefertreue, an Auditverfahren und, und. Dann ist es auch so, dass natürlich, ich sage immer Mittelstand, das ist insofern dann relevant, wenn du mal versuchst, Leute für dich zu gewinnen. Hochrelevant sogar. Das merken vielleicht die ganz großen Player, Bosch, Siemens, was auch immer noch nicht. Aber wenn es darum geht, Fachkräfte zu bekommen, wenn Kollegen in Rente gehen, wenn es darum geht, Azubis zu bekommen, dann hat man da auch noch ganz andere Sorgen und Nöte. Gerade so wenn man im Mittelstand einfach präsent und verortet ist. Und dann nützt es dir auch gar nichts, wenn du ein Hightech-Produkt, was vielleicht nur wenige auf der Welt können, vertreibst, aber du bist eben doch nur ein Arbeitgeber mit 100 Köpfen vor Ort und dementsprechend agierst du halt auch. Also kurz gesagt, wir sehen es einfach als notwendiges, ich will gar nicht mal sagen übel, aber als notwendigen Trend an, da uns zukunfts- und betriebssicher aufzustellen, um letztendlich auch ein gutes Gefühl zu haben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wo man ja immer irgendwo strategisch denken muss in der IT. Das ist ja auch unser Job. Und deswegen ist es der Trend
Cloud-Dienstleistungen einkaufen, sich Partner suchen, die einfach Standardsachen besser können und sich dann eben auf die eigenen Prozesse spezialisieren. Und das ist ja auch der Vorteil, auch wieder Stichwort Mittelstand. Wir sind da tatsächlich auch noch ein bisschen flexibler, schneller, innovativer in manchen Dingen als so ein großer Konzern, als Tanker. Und warum sollten wir diesen Vorteil verspielen, indem wir uns mit Standardtätigkeiten aufhalten? Und da ist natürlich der erste Punkt, wo man darüber nachdenken kann, weil es ja überall eine Rolle spielt. Microsoft, die Office-Pakete, die Office-Applikationen und was drumherum jetzt mittlerweile alles auch möglich ist. Da gibt es viele Anbieter und das ist vielleicht auch für viele, die darüber nachdenken, so ein bisschen ein Dosenöffner, intern und extern. Man muss natürlich das auch immer ans eigene Management verkaufen, sage ich mal. Sicherheitsbedenken gibt es auszuräumen. Es gibt die Budgetierung, der Übergang von Projektkosten zu Fixkosten, die irgendwo regelmäßig auflaufen, anderes Lizenzmanagement. Alles Dinge, die in der Cloud eine Rolle spielen und die man mit M365 eigentlich ganz gut einführen kann in ein relativ überschaubares Projekt. Deswegen M365 eigentlich. Also haben wir uns rausgesucht, weil es unser Einstieg in das Thema vielleicht war. Okay, sehr schön. Also M365 als Einstieg quasi in die Verservicing, Cloud-Modell und so weiter. Ganz klar, bietet sich da definitiv an. Ja, und dann bist du irgendwie zur Proact gekommen. So, wie ist das passiert? Durch einen Zufall, durch ein Event, durch schon länger gekannt oder und warum dann die Proact? Also tatsächlich haben wir uns in Nürnberg auf der IZA mal getroffen. Der Felix Reiser und Kollege von mir und ich sind halt da einfach zusammengekommen. Und wir waren tatsächlich auf der Suche schon länger nach Partnern in dem Bereich Cloud. Wo könnten wir da hin? Aber wie es halt so ist, man ist in dem Tagesgeschäft so eingebunden, dass man eigentlich sich um die Details und die strategischen Möglichkeiten, die einem das bietet, gar nicht kümmern kann. Und da braucht man einfach einen Partner, wo man tatsächlich mal sich zusammensetzt und der setzt einem das auseinander. Was hast du eigentlich für Möglichkeiten? Was können wir dir bieten? Und da hat eigentlich die Projekt ein relativ rundes Konzept für uns, gerade in Bezug auf M365 gebastelt, was uns dann letztendlich überzeugt hat. Sehr schön, sehr gut. Ja, und jetzt glaube ich so, ich hab noch ein paar spannende Fragen, die jetzt ein bisschen mehr ins Eingemachte reingehen. Gerne. Nämlich, wie kann man sich das so vorstellen? Wie läuft so ein Projekt quasi ab? Also M365 ist ausgerufen. Was passiert so der Reihe nach? An was muss man denken? Welche Parteien sind beteiligt? Einfach, dass man mal so eine Idee hat. Wie läuft es? Wie lange läuft es vielleicht? Also einfach, dass du einen Einblick gibst in euer Projekt mal für alle, die da sind. Wir wollten eigentlich schon beim letzten Hardware-Austausch-Zyklus das Thema angehen, haben es aber dann letztendlich nicht geschafft, auch aus Gründen der Zertifizierung. Also ich habe ja gesagt, wenn du in einen Konzern eingebunden bist, dann spielen natürlich ganz andere Dinge eine Rolle, als zu sagen, wir 100 Leute holen uns jetzt mal eben M365. Da gibt es Vertraulichkeit, Security, was auch immer, alles Geschichten, die hochoffiziell abgesegnet sein müssen. Das war eigentlich der erste Punkt. Wir haben uns das okay geholt von Konzernseite. Es ist ganz wichtig, dass man sich erstmal rechtlich auf eine sichere Basis stellt und weiß, ob und in welchem Umfang ich das darf. Das ist ganz entscheidend, weil das kann einem später im Projekt wirklich extrem viel Schwierigkeiten machen. Das nächste ist dann tatsächlich, sich einen Zeitplan aufzustellen, also normales Projektablauf. Wir haben dann gesprochen über die Tätigkeiten. Wir haben ja, also ein wichtiger Schritt, wir haben ja gleich zu Beginn den Mail-Server ausgelagert. Wir hatten noch einen On-Premises-Mail-Server, wie eben so viele auch. Jetzt gar nicht mal aus der Exchange-Ecke, ein anderes Produkt. Und wer weiß, wenn man heute den Leuten Mail umstellt oder nimmt, dann kann der abschätzen, was das bedeutet, auch im Projekt. Also das war fast der Hauptpunkt, dass das Ganze nahtlos in Bezug auf E-Mail und Kommunikation läuft. Das bedarf eine bestimmte Vorbereitung und Planung. Die Schritte an sich sind nicht großartig, aber die Kommunikation und die Planung. Gedauert hat das Ganze letztendlich gar nicht mal so lang. Wir haben angefangen im Ende Januar, glaube ich, diesen Jahres und haben dann 5 bis 6 Wochen danach hatten wir dann den Go-Live in einem Schritt, eben damit das Ganze nahtlos funktioniert und eben auch die Kommunikation nahtlos da ist. Also es war gut zu planen. Wir haben uns ein bisschen ausbedungen von der Proact, dass wir in die Durchführung ein bisschen stärker einbezogen waren, als vielleicht andere Kunden von euch manchmal sind. Also sprich, wir wollten immer mal wieder
einen wöchentlichen Termin, wo wir uns auch zeigen lassen, was haben wir da für Features, woran arbeitet ihr gerade, dass für uns von der IT-Seite auch der Cut nicht so hart war. Aber das ging eigentlich okay. Natürlich ist es, wäre es gelogen zu sagen, alles geht sofort und ohne irgendein Problem. Dafür sind die Sachen heute viel, viel zu komplex. Und wer weiß, selbst im Bereich E-Mail, wie viele Logs und Service-Mails aus automatisierten Systemen und, ich will da gar nicht ins Detail gehen, da eine Rolle spielen, der kann sich dann denken, dass es da immer auch Nachwehen gibt, aber das ist jetzt alles behoben. Die Leute selber waren eigentlich weniger betroffen als jetzt solche automatisierten Prozesse. Das war ein bisschen ein Problem, aber auch alles zu handhaben. Also insgesamt, das Doing war etwa 5 Wochen, 6 Wochen. Okay, aber so wie du sagst, der Anteil für die User war eigentlich geringer. Es ging eher um die Automatismen, die im Hintergrund gelaufen sind und so weiter, richtig? Ja, also für die User war der Anteil, behaupte ich mal, sehr gering, bis auf die Geschichte, dass man sich ein bisschen schulen muss, selber einlesen muss. War für mich auch so was Neues, dass wir gar nicht mal zentral geschult haben, sondern es hat tatsächlich gut funktioniert, sich gute YouTube-Videos anzugucken, den Leuten zur Verfügung zu stellen. Da gibt es mittlerweile wirklich, wirklich sehr gute Sachen, die fast auf jede Know-how-Stufe abgestimmt sind, in Deutsch, in Englisch. Bei uns natürlich auch mehrsprachig immer ein Thema. Das war für mich vielleicht ein bisschen neu, dass das eigentliche Schulen gar nicht mehr zentral nötig ist, sondern das hat sich eigentlich relativ gut im Selbststudium erledigt. Cool. Welche Funktionen nutzt ihr denn von M365? Einfach nur, dass wir mal einen Einblick haben, welche Module habt ihr denn da so im Einsatz? Einfach nur schnell. Wir haben einen relativ kleinen Plan, also keinen E-Plan, aber natürlich Exchange Online mit allen Funktionen. Natürlich die ganze Microsoft Office Suite. Teams natürlich ein Riesenthema. Das kam uns natürlich auch zugute das war dann die zweite Welle im letzten Winter. Da war der Unterschied auch schon enorm. Wir sind zur ersten Corona-Welle relativ viel zu Hause gewesen und da hatten wir eben die Tools noch nicht. Das war ja fast ein Jahr vorher. Also sprich, da gab es ein paar WebEx-Accounts, wie so ist, der eine dies, der andere das. Mobile Devices waren nicht so ausgeprägt im Zugriff, wie es heute ist und. Und ein Jahr später war das schon eigentlich geschmeidiger. Also die Leute können relativ viel von zu Hause arbeiten, trotzdem mit vernünftiger Sicherheit, muss man auch dazu sagen. Auch da hat man ja auch einen Sicherheitszugewinn unterm Strich, mit M365, darf man nie vergessen. Auch da, was an Audit- und Sicherheitsfunktionen da in der Haube schon ist, welche Anforderungen abgedeckt sind, ist relativ gut. Hat uns da auch einen Zugewinn gebracht, aber schlussendlich ist es Office, Teams, Kommunikation, Teams auch intern, also geht es nicht nur um die Meetings, sondern tatsächlich Teams als Tool wird genutzt, Dateiablage und. Sehr schön, cool. Ja, und jetzt zur Rolle des Backups. Jetzt habe ich alle meine Daten dahin migriert. Welche Rolle hat das Backup? Also für dich, für euch, war das von Anfang an mit auf dem Radar oder kam das im Laufe des Projektes plötzlich so, der Erste hat damit gearbeitet und es kam hoch, da brauchen wir noch was? Oder welche Rolle spielt das Backup bei euch? Also nee, tatsächlich war es so, dass ihr als unser Partner schon von Anfang an darauf hingewiesen habt, welche Einschränkungen da bezüglich Datenhaltung und Datenverfügbarkeit auch eben auf der Zeitachse bei Microsoft defaultmäßig da sind. Kommen wir sicherlich später noch das Gespräch drauf, was da Microsoft selber anbietet. Und da sind wir wieder bei dem Thema Datenschutz, Datensicherheit, Konzernintegration und so weiter. Da gibt es ja Geschichte bis hin zu irgendwelchen rechtlichen Anforderungen in internationalen Kartellverfahren, die man da vorauseilend erfüllen muss. Daten müssen da sein, müssen im Prinzip immer da sein. Mail-Kommunikation umso mehr. Von daher war es völlig klar, dass wir irgendwo was brauchen, wo E-Mails und alle geschäftlichen Daten quasi unbegrenzt verfügbar, wiederherstellbar sind, gegen User-Manipulation natürlich auch geschützt sein müssen. Auch ein wichtiges Thema, gerade wenn man sich um irgendwelche Rechtsfragen kümmert. Also das Ganze muss da sein, muss letztendlich unbegrenzt lang da sein. Also da gehen wir jetzt wirklich um 10, 15 Jahre, so die üblichen Fristen, die halt da eine Rolle spielen. Kann natürlich jetzt Microsoft im Standard nicht leisten. Das war uns auf dem Schirm und es ist auch von der Einführung jetzt gar nicht mal so spektakulär, weil es eigentlich im Hintergrund läuft, wenn nämlich die Proact als Dienstleister eben zum Beispiel mit Commvault ihr Ding macht. Dann ist es für uns eigentlich soweit okay und
wenn dann der Self-Service noch läuft, dann ist es eigentlich getan. Der Rest Sehr ist cool. tatsächlich, funktioniert also relativ problemlose Integration zwischen den M365-Funktionen und dem Backup. Sehr cool. Super. Und jetzt last but not least, weil wir haben ja einige andere ITler, IT-Verantwortliche, Admins und so weiter im Publikum. Deine Top 3 Lessons learned. Also wenn jetzt einer mitgeht und du sagst im Vertrauen hier, keine Ahnung, Stammtisch am Abend, der erzählt dir, du, morgen starten wir mit dem M365. Also welche drei Tipps würdest du dem auf jeden Fall mit auf den Weg geben? So aller, bitte denk unbedingt daran und renn nicht in die gleichen Herausforderungen wie wir. Also drei Tipps, die du dem mit auf den Weg geben würdest. Erster Tipp natürlich, such dir deinen Partner gut aus. Also ich sage immer, bei uns ist so intern so ein geflügeltes Wort, such dir keinen Spinner. Es ist einfach so. Da sind wir auch wieder beim Mittelstand. Wir legen immer noch Wert darauf, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die auch mal vor Ort sein können. Das ist uns tatsächlich wichtig, regionale Partner zu suchen. Das hat einen enormen Mehrwert aus unserer Sicht. Man kann einfach, und das hatten wir natürlich auch, und hat jeder auch schon in der IT, man kann natürlich auch mit Riesenkonzernen und Tankern zusammenarbeiten, wo du halt jeden Tag mit einem anderen Kontinent telefonierst. Das ist nicht unser Ding. Also Nummer eins, einen guten Partner, der zu deiner Philosophie passt. Mag für einen anderen anders sein, aber für uns ist das so, wir suchen uns einen Partner aus, dem wir da auch vertrauen, der vor Ort ist und wo die Wege kurz sind. Das ist unsere Philosophie. Zum Zweiten natürlich immer Vorbereitung. Also da haben wir tatsächlich, das immer, weil wir eben die Erfahrung hatten, auch wirklich in kein Problem gelaufen. Wir machen sehr umfangreiche Vorbereitungen, sehr umfangreich. Was ist denn, wenn, was könnte denn? Da sitzen wir alle wirklich, ich würde mal sagen, Wochen zusammen, aber tatsächlich über einen längeren Zeitraum, holen uns wirklich Leute ins Boot, die aus den verschiedensten Fachabteilungen auch nur am Rande sind. Also Seiteneffekte auf jeden Fall, wenn du zentrale Systeme tauschst, immer Seiteneffekte beachten. Ganz klar. Und danach letztendlich Verbesserungspotenzial suchen. Also nicht sagen, ich habe was eingeführt und da ist natürlich M365 ein perfekter Kandidat, ich schmeiße das den Leuten vor die Füße, wird schon, sondern tatsächlich, wie du auch gemacht hast, mal nachhaken, was nützt denn eigentlich, wo seht ihr ein Problem, was gefällt euch gar nicht. Also tatsächlich da präsent sein in der Firma, Feedback einholen ist ganz wichtig. Wenn ich so ein End-User-Produkt einführe, was viel Schnittstelle zum End-User hat, immer auf die Leute hören, ganz wichtig. Sehr cool. Das war ein schöner Abschlusssatz eigentlich, ne? Warum machen wir IT, dass der User glücklich ist, ne? So ungefähr. Ja. Ich füge einfach deinen vierten Tipp noch dazu. Unterschätze nie die automatischen Systeme, die auch dann irgendwas verwenden, ne? So wie Exchange oder sonst was. Den Tipp hast du ja auch schon Ganz mittendrin klar. gegeben, ganz klar. Und dann sind wir auch schon am Ende von unserem kleinen Interview. Vielen Dank, Stefan, für diese offenen Worte als Kunde einfach mal zu erzählen. Wie siehst du das Ganze und so weiter? An alle Zuschauer, Zuhörer, sonstige. Der Stefan ist weiterhin da. Das heißt, geht gerne in den Chat und jagt ihm noch ein paar Fragen durch, wenn ihr etwas ganz brennend auf den Fingern habt. Ansonsten haben wir am Ende auch noch die große Q&A-Session, wo ihr den Stefan jederzeit ja fragen könnt. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Somit verlassen wir den Interview-Modus und gehen in einen Präsentations-Vortrags-Modus. Und ich begrüße als nächstes den René Kovac von der Firma Commvault, der das ganze Thema mal aus der Herstellersicht beziehungsweise aus der Produktsicht betrachten wird. Das heißt, René, du darfst gerne deinen Bildschirm teilen. Und dann würde ich sagen, wir sehen gerade, jawohl, gerade sehen wir noch die Notizen dazu. Wenn du möchtest, kannst du den Bildschirm noch switchen. Perfekt. Und damit würde ich sagen, René, the stage is yours. Wunderbar, dann vielen Dank. Lass mich kurz wissen, ob ihr auch den Ton von mir habt. Perfekt. Wunderbar, dann einen schönen guten Morgen nochmal an alle. Mein Name ist René Kovac. Ich bin, wie gesagt, vom Hersteller von Commvault Systems, sitze in Leipzig. Die Firma selber ist eben auch deutsch. Wir sind aber auch, ähnlich wie die Kollegen von der Thai-Juden, Teil eines größeren Konzerns. Und mein Vortrag, die nächsten 20 Minuten, würde ich ganz gerne ein bisschen was zu unserer Integration, ganz besonders mit Office 365, Microsoft 365 erzählen. Und ich habe hier diesen provokativen Titel gewählt, ja, einfach ein bisschen Aufmerksamkeit logischerweise zu erhaschen. Ja. Microsoft selber verwendet Commvault. Warum sollten Sie das nicht auch? Da gehen wir ein bisschen drauf ein.
Vielleicht einfach ein Stück weit aus der Erfahrung heraus, was genau macht Microsoft und seit wann tun sie es? Also tatsächlich vertraut die Microsoft Office Products Group, also diejenigen, die tatsächlich das gesamte Office-Paket seit langer Zeit tatsächlich entwickeln, setzen seit mehr als 20 Jahren auf den Schutz ihrer Daten von Commvault. Wir haben, glaube ich, in der Zwischenzeit dann schon über 80 Petabyte an Daten hier in verschiedenen Art und Weisen gesichert. Da geht es tatsächlich erst um das eigene Rechenzentrum, dann in Richtung Azure und so weiter. Das heißt, auch die Kollegen haben uns da selber auch mit der Entwicklung sehr stark geholfen, weil letztendlich eben auch unsere Plattform sehr stark in Microsoft integriert ist und als zentrales Tool verwendet. Teil 2, die zweite Business Unit von Microsoft selber sind die Xbox Live Accounts. Ja, das heißt, wir sichern dort mehr als 100 Millionen aktive Konten monatlich mit dem Commvault-Teil. Und hierbei handelt es sich tatsächlich um eine der komplexesten SQL-Datenbanken, die es weltweit wohl gibt. Und wie sich alle vorstellen können, da steckt sehr viel Geld auch für eine Microsoft drin, ja, in all diesen Xbox Live-Konten. Das heißt, auch da werden Sie sicher zuschauen, dass die entsprechend immer verfügbar sind und ohne Probleme wiederherstellbar sind. Und auch da setzen Sie eben auf eine Commvault-Umgebung. Und dann künftig, beziehungsweise auch schon seit einer Weile, die Microsoft Azure Data Protection Unit verwendet Commvault für ihre eigenen internen Daten. Das heißt, da haben wir eine sehr tiefe und langjährige Partnerschaft, die auch immer wieder in die Entwicklung mit eingreift und dort letztendlich die Vorteile in der Weiterentwicklung von unserem eigenen Produkt immer wieder neue Impulse bekommt. Und die können Sie natürlich im Kleineren dann eben auch als Konzern oder als mittelständischer Kunde dann eben letztendlich nutzen. Ganz kurz mal zum Teil, woraus besteht letztendlich Office oder M365, sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Produkte, wie wir es jetzt gerade schon vom Herrn Bütsch gehört haben. Ja, das heißt, Microsoft Office selber besteht aus über 20 verschiedenen kleineren Applikationen, die man logischerweise nicht alle nutzen kann und muss. Ja, man sucht sich dann immer diejenigen aus, die einem den entsprechenden Mehrwert bieten. Wir können allerdings mit Fug und Recht behaupten, dass wir dann eben schon seit dem ersten Tag an sehr, sehr viele, wenn nicht alle diese Applikationen schon integrativ unterstützen können. Das heißt, dort von denen auch Backup fahren, Restore fahren, da gehen wir gleich nochmal drauf mit ein. Ja? Nur das ist schon mal im Hinterkopf behalten. Es geht ja nicht um ein oder um wenige Produkte, sondern tatsächlich um recht viele, ja, die alle unterschiedliche Funktionalitäten miteinander teilen. Und das ist letztendlich auch einer der Vorteile von der Commvault Suite, die ähnlich aufgebaut ist. Ja, auch unsere Lösung besteht aus vielen kleineren Modulen, aber der Unterbau ist immer ähnlich und die Applikationen können immer miteinander kommunizieren und dadurch dann eben über die verschiedenen Schnittstellen Mehrwerte liefern. Das heißt, welche Herausforderungen gibt es letztendlich beim Betrieb von Office 365? Wir haben es schon gehört, warum sollte man es tatsächlich sichern? Ich habe es hier ganz kurz in der Unterüberschrift schon mal hervorgehoben. Das heißt, alles, was der Nutzer in seinem eigenen Postfach zu liegen hat oder aber auch die Papierkörbe, sind keine Sicherung. Das heißt, alle Daten, die dort zwar hinterlegt sind, die sind temporär verfügbar. Aber was ich als Verantwortlicher hier immer wieder im Hinterkopf behalten muss, beziehungsweise wirklich absichern muss, ist, dass ich eben keinen langfristigen Schutz habe vor versehentlicher Löschung oder böswilliger Benutzeraktivität. Das muss noch nicht mal immer einfach ein Unfall sein, sondern wir haben es tatsächlich auch schon gehört, dass verschiedene Personen Daten absichtlich gelöscht haben, damit sie nicht mehr verfügbar sind oder eben tatsächlich aus Versehen. Das sind so die häufigsten Fehler, warum man an Daten wieder herkommen muss und warum man wirklich schnell mit einem User-Self-Service tatsächlich dann auch dafür sorgen muss, dass hier die Daten permanent verfügbar sind. Man sollte sich auch im Hinterkopf behalten, dass letztendlich sich häufig um einen Online-Dienst handelt. Ja, also auch der kann tatsächlich mal ausfallen, auch wenn es verschiedene Sicherungsmaßnahmen dagegen gibt und immer wieder geworben wird, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber die Situation kann auftreten, dass auch der Office-Dienst oder generell der Web-Dienst irgendwann mal nicht verfügbar ist. Das heißt, auch da sollte man Vorkehrungen darüber treffen, dass man eventuell eine Offline-Kopie zum Beispiel irgendwo da hat und dass die Benutzer selber weiterarbeiten können, ohne dass ein großer Produktivausfall hier zu befürchten ist.
Und natürlich, jetzt habe ich, bin ich in der Reihenfolge ein Stück weit verrutscht, habe ich gerade gesehen. Das heißt, wir sollten natürlich auch dafür Sorge tragen, dass wenn dann doch mal ein Benutzer oder die IT-Landschaft von einem externen Malware irgendwo infiltriert worden ist, dass ich schnell wieder auf einen Datenstand zurückgreifen kann, bevor meine Daten korrumpiert sind. Wie machen wir das, beziehungsweise was können wir hier anbieten? Das heißt, wir haben es schon gesehen, in der ersten Funktion bieten wir natürlich hier eine reine Schutzfunktion. Ja, das ist so dieser allgegenwärtige Backup-Vorgang. Natürlich auch, wir machen Backup, damit wir einen Restore machen können. Ja, das heißt, das fällt alles in diesen Bestandteil hier rein. Das heißt, wir müssen unsere Daten sichern vor Löschungen, Beschädigungen, vor Angriffen. Wir müssen wiederherstellbar sein an den Ort, wo die Daten entstanden sind, also beim Benutzer im Postfach wieder selber oder ein Out-of-Place-Restore, ja, eine andere Stelle, eine dezentrale Stelle, da, wo ich als Verantwortlicher die Daten tatsächlich wieder haben möchte. Und im besten Fall, ne, so wie es auch der Herr Dütz schon gesagt hat, wäre es natürlich gut, wenn ich dadurch die IT nicht zusätzlich dann belaste mit neueren Tickets, sondern dass ich den Nutzern auch eine Möglichkeit geben kann, das in einem bestimmten Maße selber zu tun. Eine Lösung, die Mehrwert, der uns tatsächlich auch von manchen Mitbewerbern hier unterscheidet, was man immer wieder im Hinterkopf behalten muss, ist eine gewisse Migration. Das heißt, wenn ich noch vorhabe, als Firma in Office 365 zu gehen oder die Dienste weiter zu auszubauen von meinen On-Prem-Daten in Richtung Cloud-Dienste, habe ich natürlich die Herausforderung, dass ich die Daten sowohl on-site als auch dann in der Cloud gesichert haben möchte. Ja, dass während der Migration kein Datenverlust auftritt. Ich kann natürlich auch im Hinterkopf behalten, ich kann die Migration selber beschleunigen, indem ich vorher schon eine Analyse gemacht habe und dann auch umsetzen kann. Muss ich wirklich alle Daten, die ich in meinem eigenen Rechenzentrum habe, in die Cloud verlagern? Oder gibt es nicht zum Beispiel Daten, die 5 Jahre, 10 Jahre alt sind, die ich eben nicht komplett in die Cloud verlagern muss oder vielleicht in eine andere? Das heißt, ich kann vorher eine integrierte Archivierung anwenden und die Daten dann schon woanders hinschieben und eben nicht in das relativ teure Produktivsystem, sondern dadurch, dass wir zum Beispiel Azure Cold und Archivstorage unterstützen, das dann mischen, ja, oder bei einem externen Dienstleister hinterlegen oder eine Multicloud-Strategie fahren. Also auch da sind verschiedene Konzepte denkbar, wenn es die Lösung hergibt. Und was ich natürlich als IT-Verantwortlicher machen kann, ich kann meine Daten mobilisieren. Ja, das heißt, wir können mobile Endgeräte, Tablets, Handys, Laptops sozusagen, Clientgeräte, Cloud, ich kann alles miteinander sichern. Wir haben eine globale Deduplizierung integriert. Auch das kann nicht jeder. Und dadurch dann immer im Hinterkopf behalten, durch den Datentransfer von Offsite zu Onsite, Cloud und eigenes Rechenzentrum entstehen zum Teil unterschiedliche Kosten, die man natürlich optimieren kann, indem ich die Datenmengen, die ich immer hin und her zwischen den einzelnen Cloud- und Datenhaltungsplätzen reduzieren kann, um dann eben auch diese Kosten zu senken. Ja, und letztlich der große Teil der Compliance oder Einhaltung von Datenrichtlinien. Ja, das heißt, wir bringen auch Module mit, erweiterte Module, wie ich zum Beispiel verschiedene Datensicherungskopien eben vorhalten kann, immer weg von den Produktivkopien, logischerweise. Das ist eins der Grundprinzipien. Aber wir bieten auch verschiedene Funktionalitäten für E-Discovery an, ja, erweiterte Funktionalitäten für Datenschützer, für unter 4- und 6-Augen-Prinzip. Ich kann aufgrund der Active Directory-Integration tatsächlich auch festlegen, welche Personengruppen unterschiedlich auch gesichert werden sollen, unterschiedlich archiviert werden sollen. Wie viele Leute können dann letztendlich darauf zugreifen, welche Daten sind drin? Das heißt auch solche oder Legal Hold ist ein viel benutzter Begriff hier auch. Das heißt, ich kann verschiedene Postfächer oder Objekte auch vor Löschen, vor bewusstem Löschen zum Beispiel auch schützen, wenn sie Teil eines Rechtsvorfalls beispielsweise sind. Und muss hier nicht zusätzlich noch eine externe, eine zusätzliche Lösung anschaffen, sondern das ist tatsächlich Teil des Comword-Ansatzes hier, wirklich ein Datenmanagement auch für Office 365 anzubieten und eben nicht nur Sicherungskopien für einen Restore-Fall.
Schauen wir uns noch ein Stück weit ran. Ja, was machen wir in den einzelnen Produktsuiten von Office 365? Und ich habe hier tatsächlich nicht alle, sondern erstmal nur die wichtigsten hervorgehoben. Das heißt, in Exchange Online sichern wir natürlich E-Mails, Kalender, Kontakte, Aufgaben. Das ist, glaube ich, das absolute Minimum. SharePoint Online, und ich zeige dann auch für verschiedene Tools dann das noch ein bisschen ausführlicher. Das kommt hier. Also Exchange Online haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel den kompletten Versionsverlauf von E-Mails zu sichern und natürlich auch wiederherzustellen, und zwar in das eigene Postfach des Benutzers oder eben an eine andere Stelle. Sollte irgendeine E-Mail irgendwo einen Ransomware-Anhang zum Beispiel beinhalten, kann ich das logischerweise dann rauslöschen. Das erkennt auch die Software von alleine. Das heißt, da gibt es verschiedene Alertings noch, Alarmsituationen, wie sowas schon mal angezeigt wird, proaktiv. Ich kann dann verschiedene Postfächer dann eben auch in eine Art Quarantäne dann verschieben und kann logischerweise dann auch im Zeitstempel dann zurückgehen und einzelne Mails oder einzelne Anhänge tatsächlich dann dort wieder herstellen zu einem Zeitpunkt, wo sie eben noch nicht befallen und korrumpiert waren, und habe hier eben auch dann in Exchange die Integration für verschiedenen E-Discovery-Funktionalitäten. Ich kann E-Mail-Postfächer, ich kann Gruppen nach verschiedenen Stichworten, nach verschiedenen Mustern durchsuchen und kann sie dann dort entsprechend wieder herstellen oder einem internen oder einem externen Audit zur Verfügung stellen. Also hier wirklich dann auch Mehrwerte dem Geschäft zur Verfügung stellen, ohne einfach nur auf diese Sicherungsfunktion zuzugreifen. Beim Bereich SharePoint Online und OneDrive sind das ebenfalls recht umfangreiche Funktionalitäten. Das heißt, ich habe hier den, ich schaue mal auf den anderen Bildschirm, sorry. Ich habe hier verschiedene Funktionalitäten, wie ich verschiedene Backups fahren kann. Natürlich von Dokumenten, kompletten Bibliotheken, Listen, Items. Ich lese es nicht alles vor, aber was kann man machen? Ja, ich kann verschiedene Backups von Point in Time machen. Ich kann es logischerweise, ich kann es auch mit einem Zeitplan immer versehen. Das ist immer zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert, immer dann, wenn der Exchange beispielsweise am wenigsten ausgelastet ist. Das heißt, ich kann sowas alles einstellen, timen und dann entsprechend fortfahren. Bei Microsoft Teams haben wir auch schon gehört, Teams ist auch keine Einzelanwendung, sondern tatsächlich eine Verknüpfung von verschiedenen Anwendungen. Also auch hier müssen wir tatsächlich schauen, dass wir die komplette Integration in die Einzelanwendungen dann haben. Das können wir natürlich anbieten. Bedeutet, wir können hier auch komplette Arbeitsabläufe sichern. Das heißt, die unterschiedlichen Umgebungen, Abhängigkeiten werden erkannt, mit gesichert. Hier werden verschiedene Sicherungsdaten in mehreren Kopien gespeichert, ja, nicht nur in einzelnen. Auch da greift dann wieder unsere Deduplizierung an der Stelle, sodass wir wirklich ein minimal Footprint letztendlich anbieten können. Inklusive Metadatenberechtigung wird alles mitgesichert und letztendlich wiederhergestellt, sodass es sicher sein kann, dass ich keinen Datenverlust hier leide an der Stelle. Hervorragend. René, bevor du zu deinem nächsten Slide kommst, kam in dem Chat noch eine Frage von Peter rein, die ich dir gerne live reinstellen möchte. Und zwar geht es um das Thema Mail, was du erwähnt hattest. Und zwar ist die Frage, ersetzt das die gesetzlich vorgeschriebene E-Mail-Archivierung oder gehen diese Backups nicht so lange zurück? Tatsächlich ja. Das ersetzt nicht die, also es ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene E-Mail-Archivierung, aber sie unterstützt sie. Das heißt, wir können hier an der Stelle ein Tool zur Verfügung stellen, wie wir eine rechtskonforme Archivierung anbieten können, also auch für E-Mails. Das heißt, Sie können festlegen, man müsste dann natürlich immer den kompletten Prozess letztendlich abbilden. Das heißt, wer kann auch auf die Backup-Daten zugreifen? Ich kann da verschiedene Einstellungen vornehmen, damit letztendlich eine rechtskonforme E-Mail-Archivierung abgebildet werden kann. Ja, also das ist ein Werkzeug dazu, was ich dafür benutzen kann, um in dem Bereich wirklich compliant der Rechtsvorschriften zu sein. Ja. Danke dir. Sehr gerne. Was bedeutet das tatsächlich für den Endbenutzer? Das heißt, wir haben auch wiederum im Vortrag vorher schon gehört, den müssen wir immer mitnehmen. Das ist einer derjenigen unserer Kunden, auch für uns als Lösung, logischerweise als Tool für die IT-Mannschaft. Wir geben dem IT-Benutzer, Quatsch, dem Endbenutzer für die Postfächer ein Minimum an Auswirkungen für seine tägliche Arbeit, reduzieren hier eine Komplexität, geben ihm aber auch
Verschiedene, auch in Absprache logischerweise mit der IT-Mannschaft. Das heißt, die können festsetzen, welche Benutzer welche Berechtigungen bekommen sollten. Aber ein Maß an Self-Service können wir hier dem Benutzer zur Verfügung stellen. Das heißt, er kann dann selber auch in den Backup-Daten browsen, kann nach verschiedenen Daten letztendlich sein eigenes Postfach durchsuchen oder wenn es eine befähigte Person ist, wie eben der IT-Admin, der Datenschutzbeauftragte oder irgendein Auditor, den können wir Möglichkeiten geben, dann eben auch verschiedenen Ebenen nach Daten, nach Stichworten und so weiter zu suchen und haben hier eben die Möglichkeit, das immer auch in die eigenen Postfächer zu integrieren. Ja. Welche zusätzlichen Informationen können wir hier noch anbieten? Das heißt, wir haben es schon gesagt, ähnlich wie das die Office oder M365 Suite hier auch anbietet, bieten wir natürlich auch zusätzliche Module an, wie zum Beispiel Salesforce. Ich habe es angesprochen, wir haben eine Active Directory Integration. Wir haben viele Datenbanken für Azure VMs, also alles, was auch aus der Microsoft-Welt kommt, SAP und so weiter, bieten wir das gleiche Tool an. Das heißt, für Sie als Kunde ist es natürlich auch, und das haben wir auch schon im Vortrag vorher gehört, ein großes Ansinnen tatsächlich im Unternehmen, so viele wie möglich Prozesse tatsächlich auch zu standardisieren, da keine Silos aufzubauen. Das können wir mit unserer Suite tatsächlich anbieten. Das heißt, da sollte man durchaus auch in der Planungsphase mal ein Auge drauf werfen. Suche ich jetzt eine Lösung nur für Office 365 oder kann ich vielleicht mit dem gleichen Tool auch zusätzliche Workloads absichern und muss mir nicht mehrere Lösungen ins Haus holen, die wiederum eine gewisse Komplexität in die IT-Landschaft einbringen können. Hier habe ich es nochmal aufgezeichnet. Das heißt, wir können jederzeit eine rechtskonforme Archivierung anwenden. Wir können automatisch migrieren von Exchange Online nach Office 365, M365, können auch eine Sicherheitskopie, wenn wir das möchten, wiederum zu einem Dienstleister oder auch das ist möglich, zum Beispiel nach AWS zum Beispiel verschieben, um auch da eine Redundanz oder eine Anbieterunabhängigkeit vielleicht, ja, je nachdem, wie hoch mein Paranoia-Grad hier ist, das Ganze auch verteilen, logischerweise. Datensicherung, On-Prem-Cloud möglich, habe ich schon gesagt. Und wir haben verschiedene Lizenzmodelle. Sprich, wir können das Ganze auch für Sie als Kunde auch als Self-Service, als Eigenbetrieb anbieten oder eben bei einem Dienstleister oder dass wir es wirklich auch als Metallic anbieten, sprich als Dienstleistung bei Azure. Lizenzierung für Office 365 funktioniert pro User, pro schlagendem Herzen. Das heißt, auch da kriegen Sie die Informationen letztendlich von unseren Kollegen von der Projekt. Ganz kurz noch zum Abschluss, was tun wir? Ja, vielleicht einfach, wer die Combo so in dem Sinne noch nicht kennt. Wir hatten heute ganz speziell den Bereich Office 365 beleuchtet. Wir sind allerdings dafür da und dafür steht auch eine Commvault schon seit 25 Jahren, dass wir nicht nur eine Datensicherung und das Datenmanagement und Protection mit unserer intelligenten Serviceplattform anbieten, sondern tatsächlich eine komplette Security-Lösung anbieten für die komplette Backup-Infrastruktur und können das über alle Ausprägungen der Storage-Plattform und der Workloads anbieten. Das heißt, hier kriegen Sie ein Schweizer Taschenmesser, wie man gerne so sagt, für alle Ihre Anwendungen. Weitere Infos schicke ich gerne noch durch. Ja, das heißt, ein paar Links sind hier noch mit verknüpft. Das heißt, ein kleiner Bericht dazu, warum Microsoft Commvault vertraut, ein paar Zahlen auch dazu, ein paar Success Stories sind hier noch dabei, kleines YouTube-Video für Office 365. Aber die Kollegen, die jetzt gleich nach mir kommen, die werden natürlich auch ein Stück weit zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Und damit würde ich dann auch stoppen. Ich glaube, ich liege gar nicht so schlecht in der Zeit und dann kommen wir auch zum praktischen Teil. Du liegst super in der Zeit, perfekt. Vielen Dank, René. Von mir kriegst du einen realen Applaus. Ich weiß nicht, ob da unten noch jemand, gibt es hier diese schönen Emojis, wo man auch noch weitere Appläuse verteilen kann. Das ist wieder die Frage, in welchem Tool man gerade unterwegs ist, aber von meiner Seite ganz real. Ich nehme noch eine Frage direkt mit rein, weil die noch aus dem Publikum kommt, weil wenn Fragen aus dem Publikum sind, das ist das Beste. Genau, die Melli hat im Chat schon ein Clap gemacht, also ihr dürft gerne im Chat ein kleines Klatsch-Emoji platzieren, das ist dieses
Smiley-Gesicht, dürft ihr gerne eure Emotionen teilen. Eine Frage kam vom Andreas an dich, René, die stelle ich noch. Veeam hat ein ähnliches Produkt. Wo ist Commvault besser oder was sind die Alleinstellungsmerkmale von Commvault? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, ja, die wahrscheinlich auch in der Kürze der Zeit gar nicht zu beantworten ist. Ein Teil der Antwort ist das, was ich zuletzt gezeigt habe. Wir bieten eine Software Suite an für mehrere Workloads. Das heißt, ich nutze nicht nur oder kann nicht nur ein Tool anbieten für Office 365, für die virtuelle Welt, sondern tatsächlich für alle Anforderungen im Rechenzentrum, in der Cloud, verschiedene Cloud-Integrationen. Wir machen das schon sehr lange. Alleinstellungsmerkmal ganz spezifisch im Office 365-Umfeld sind dann wahrscheinlich die integrierten Deduplizierungsmechanismen, die wir hier anbieten. Die Archivierungsfunktion, für die beispielsweise die Veeam nicht sonderlich bekannt ist. Ich würde aber sagen, um da tatsächlich ins Detail zu gehen, sollten wir uns das nochmal in der spezifischen Wettbewerbsbetrachtung anschauen. Welche Funktionalitäten bieten die einzelnen Produkte an? Aber tatsächlich ist es aus der Commvault-Welt betrachtet so dieses Power of Portfolio, was immer wieder gesagt wird. Das heißt, wir decken sehr, sehr viel mehr Anforderungen im Rechenzentrum ab, als das es tatsächlich aus unserer Sicht der Mitbewerber hier tut. Beziehungsweise, wenn sie es im gleichen Maße tun, brauchen sie dafür immer mehrere Bausteine, die man bei uns tatsächlich mit einzelnen Lösungen erschlagen kann, oder sie sind im Kernprodukt sowieso schon mit drin. Wie beispielsweise in der Langzeitaufbewahrung. Super, vielen Dank, René. Wenn es noch weitere folgende Fragen gibt, gerne Andreas, schnapp dir René im Chat, kannst du ihn direkt auswählen, schreib ihn an. Ansonsten gerne auch im Gespräch mit uns. Sehr schön, vielen Dank, René. Und ja, jetzt hatten wir die Kundenperspektive, jetzt hatten wir die Herstellerperspektive und jetzt kommt die spannende Frage: Funktioniert das in der Praxis auch wirklich so, wie die das hier alle erzählen? Und dafür haben wir heute zwei unserer System Engineers da, das heißt den Stefan Haas und die Sabrina Nürnberger. Das heißt, ihr dürft gerne euren Bildschirm teilen und wir freuen uns auf spannende Einblicke, wie das Ganze so in der Praxis aussieht. Also the stage is yours. Ihr dürft den Bildschirm sharen. Und dann darfst du dich noch unmuten, Stefan. So, ich bin nicht zu hören. Yes, du bist zu hören. Und die Präsentation ist zu sehen? Nein, die müsstest du noch scheren. Die muss man noch scheren. Muss ich mal groß machen. Ich habe schon gedacht, weil ihr zwei seid, du redest quasi stumm und Sabrina erzählt, was du eigentlich sagen willst. Das wäre natürlich auch mal stark, ne? Wir so, sehen deinen Desktop. Also wir sehen VMware Workstation, Google Chrome und so weiter, wenn das richtig dann ist. Dann der falsche sozusagen. Ja, dann share wir mal andersrum. Kannst du das Sharing nochmal stoppen und andersrum sharen? Da bin ich gerade ganz schwer am Zoom-Klicken sozusagen. Ne? Ja. Dann wird er. Dann musst du dein Zoom, die Leiste einfach nochmal stoppen und dann den anderen. Ding, ding. Jetzt ist der Moment, wo ich normalerweise meine Tetris-Musik einspielen würde, ne? Das habe ich jetzt leider nicht zur Hand. Besser so? Noch ist nichts zu sehen, Stefan. Wieder der falsche. Jetzt Moment. Jetzt sehen wir die Präsentation M365 Backup und dein Mauszeiger. Alles somit gut. Hiermit offiziell, the stage is yours. Dankeschön. Mein Name ist Stefan Haas. Ich werde unterstützt von der Sabrina Nürnberger, an die ich später den weitaus interessanteren Teil der Präsentation übergeben werde. Ein bisschen redundant wird es natürlich so, schon durch meine Vorredner, aber ich werde es versuchen, das ein bisschen einzudampfen und werde auch ein bisschen vielleicht weniger ausschauen. Aber das ist ja auch die Administratorensicht. Ne? Wir haben tatsächlich nur vier ganz überschaubare Folien mit ein paar weiterführenden Links dazu, die uns da vielleicht helfen werden. Die Erzählung orientiert sich ein bisschen an was, warum und wie. Das was, das hatten wir eigentlich gerade schon, M365 Backup. Durch
die ausgeprägt mit diesen Applikationen, brauchen wir nicht aufführen. Wir machen das mit Commvault. Die Mitbewerber hat man gerade, das sage ich jetzt mal nichts dazu, weil das ist ja praktisch M365 Backup mit Commvault bei der Proact. Davon reden wir jetzt gerade. Die spannende Frage hier ist, warum machen wir das? Der Friedrich Nietzsche hat es mal so gesagt. Ein Warum zum Leben erträgt viel Wie. Ich meine mal, Microsoft und Commvault verlangt schon ein bisschen was an Wie, damit man auch das dann machen kann. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Auch das haben wir schon. Es gibt ein paar Vertragswerke, wie zum Beispiel die Gesetz zur Kontrolle und Transparenz, ich glaube von 1998 in der ersten Nivellierung, das zwingt uns quasi auf eine Business Continuity. Das bringt uns zu sowas wie Backup Recovery. Da kann man sagen, naja, das ist uns bekannt, das ist ja trivial, das machen wir schon seit 1998 oder vielleicht auch länger. Das ist ja auch der Grund, warum wir in die Cloud gehen, damit das alles besser wird. Da sage ich ja. Aber wie schon gehört, das Perfide daran ist, dass Microsoft da ein bisschen was dazu sagt. Ich mache mal einen Live-Link auf. Das ist jetzt eine offizielle Microsoft-Seite, die wir da sehen. Noch ganz lustig, ne? Shared Responsibility. Wichtig ist diese Zeile hier. Für was ist der Kunde zuständig? Das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also ich würde es mal grobschlächtig, oberfränkisch so übersetzen. Lieber Anwender, für dein Backup bist du selber zuständig. Das sagt es nämlich. Es gibt natürlich Hilfe auf dem Weg. Zum Beispiel von Commvault, das haben wir gerade gehört. Das war jetzt natürlich viel und für die, die sich da ein bisschen einlesen wollen, nochmal ein Live-Link zu Commvault drüber. Die beiden Links werden wir später posten, denke ich, in den Chat. Das ist recht interessant und schön zu lesen für den, der sagen wir mal, sich, der da rangehen will an die Sache. So, also. Die Frage stellt sich, warum M365 Backup mit Commvault bei der Proact? Das sage ich jetzt ganz frech, weil sie es können. Das sind natürlich starke Worte. Ein bisschen zeigen, wie man das macht, muss man schon auch. Das sind die Links. Sabrina, ich weiß nicht, wenn du die in den großen Chat reinpostest, ganz interessant zum Nachlesen. So, wie macht es jetzt die Proact? Da gibt es immer verschiedene Ansichten und verschiedene Entry Points, um so in so ein Thema reinzukommen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ökosystem, das wir aufgebaut haben, an, schematisch, damit wir auch ein bisschen die Terminologie abstecken und schauen uns später dann einen Tenant-Login und die Tenant-Apps an. Ganz schnell das Ökosystem, ganz einfach. Wir haben in der Cloud ein paar Mandanten. Die wollen wir aufs Proact Data Center sichern. Da braucht man in Commvault Worten dazu sowas wie eine ComSale, also eine ComServe, die auf die Cloud zugreift über Access Nodes und dann ins Datencenter wegschreibt über Medienagenten, wird angesteuert. So läuft die Datensicherung, schaut ganz einfach aus. Nebenbei ein Recovery-Prozess ist ja nichts anderes als ein umgedrehter Backup-Prozess. Deswegen könnte man das einfach umdrehen, dann hat man das Recovery hier. So weit, so gut, so könnte man das betreiben. Stimmt natürlich nicht ganz. Ein paar Sachen laufen da schon im Hintergrund noch, sowas wie ein Index-Server, brauchen wir nicht anschauen. Aber wir haben es auch vorhin schon gehört, dieses Self-Service, das bedeutet, dass der Mandant selber über Command-Center, Webserver Zugriff hat auf diese ganze Infrastruktur und dann multimandantenfähig auch nur das machen kann, was er braucht. Was wir sozusagen jetzt im Einzelnen anschauen, ist genau dieses Command-Center hier, wie man damit umgeht. Jetzt sind wir natürlich draußen hier, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie liegen wir in der Zeit? Benjamin? Ihr habt derzeit 5 Minuten verbraucht und habt noch 15. Noch 15. Ich würde ganz schnell ein Video abspulen lassen. Das sieht man nämlich den Zugang und zwar die Multifactor Authentication. Ne? Also das wäre so, würde sich die Anmeldung des Kunden an das Command Center darstellen.
Ich benutze jetzt da zum Beispiel einen Google Authenticator dafür, damit es auch sozusagen auf Wunsch, wenn das ist, können wir das machen. Dann kriegt man ein schönes Dashboard, so wie man das halt heutzutage braucht. Da werden wir auch später weitergehen davon aus und das ist dann schon auch die Abmeldung. Gut, das war's. Und dann würde ich nämlich schon an die Sabrina übergeben. Ich rufe das mal auf. Also das haben wir gerade gesehen. Das genehmigen wir und dann bin ich jetzt mal still und lasse die Sabrina reden. Genau, wir haben ja gerade schon gesehen, eben Multifaktor-Authentifizierung bringt nochmal ein anderes Level an Sicherheit mit rein, eben dass auch wirklich nur diejenigen Zugriff auf unsere Umgebung haben, die auch dafür vorgesehen sind. Genau, hier sieht man quasi das Dashboard, wo man auf einen Blick schnell mal sieht, was ist jetzt überhaupt hier alles gelaufen. Alles grün ist schon mal sehr gut. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wie einfach es eigentlich in der Praxis ist, eine Umgebung abzusichern. Na, wir haben viel darüber geredet, das ist wichtig, es sollte gemacht werden. Jetzt geht es an das Wie, was ja im ersten Moment immer recht überfordernd wirken kann, aber Commvault gibt uns da viele einfache Tools an die Hand, mit denen wir das super easy umsetzen können. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal ganz kurz zeigen. Beim Dashboard unter, hier an der Seite unter Protect, gehen wir, gehen wir hier unter die Applikationen auf Office 365 Seite. Und hier sehen wir, das ist eine wäre jetzt eine ganz neue Umgebung. Hier sind noch gar keine Applikationen mit eingefügt. Dementsprechend sehen wir hier auch, keine Apps werden angezeigt. Und hier unten können wir einfach unsere eigene O365-Applikation jetzt hinzufügen. Falls wir hier schon welche hätten, würde das hier oben in der Ecke rechts angezeigt werden. Ansonsten, wenn wir hier draufklicken, kommen wir direkt weiter hier zur Auswahl. Hier sehen wir direkt, es steht Exchange zur Auswahl, SharePoint, OneDrive und Teams. Wir haben uns jetzt hier für die Demo für Exchange entschieden. Prinzipiell unterscheiden die sich aber gar nicht so großartig. Es sind natürlich ein paar kleinere Sachen beim Restore, die unterschiedlichen Dateien, die man natürlich wiederherstellt, aber ansonsten ist eigentlich alles gleich. Wenn man eins mal gesehen hat, werden die anderen auf jeden Fall auch sehr ähnlich wirken. Genau. Dann kommen wir jetzt hier einfach mal zum Hinzufügen einer solchen Applikation. Im Grunde, wir wählen einen Namen. Ist hierbei nur wichtig, dass es der Name, der im Commvault angezeigt wird und muss nicht mit dem Namen, den die Azure-Umgebung zum Beispiel hat, übereinstimmen. Der Serverplan wird vom Service Provider quasi gestellt. Hier wird quasi die Infrastruktur im Hintergrund gesteuert, wie das alles gemanagt wird. Man wählt eine Region aus, in diesem Fall in Deutschland, weil wir eben alles hier in Deutschland haben. Jetzt geht es hier zur Auswahl, ob wir eine Express-Konfiguration möchten oder eine Custom-Konfiguration. Die Express-Konfiguration bei einfachen Umgebungen reicht normalerweise völlig aus. Wenn allerdings Multifaktor-Authentifizierung beim Azure aktiviert ist oder man das Backup, die Azure-Umgebung und die O365 über mehrere verschiedene Konten managen möchte, dann sollte man hier die Custom-Konfiguration wählen. Da bekommt man ein Tool von Commvault zur Verfügung gestellt, was einen dabei auch durchaus einfach durchleitet. Im Grunde gibt man hier dann einfach nur alle Credentials an. Dann ist hier wichtig auszuwählen, möchten wir diese Credentials nochmal abspeichern für weitere Applikationen, die wir hinzufügen. Und hier unten müssen wir noch bestätigen, dass die Multifaktor-Authentifizierung für die O365-Umgebung ausgeschaltet ist. Wenn das der Fall ist, bräuchten wir die Custom-Konfiguration. Genau. Wenn wir das alles eingetragen haben, können wir direkt schon hier auf Create Azure Apps. Kommen wir zur nächsten Seite. Da sieht man im Grunde nochmal eine Zusammenfassung. Und sobald wir hier auf Create klicken, bekommen wir ein Pop-up. Das kommt, wie man hier sehen kann, von Microsoft. Und sagt im Grunde, hey, das Commvault hat sich bei uns gemeldet. Darf das Commvault all diese Sachen hier, also Einstellungen und eben die Backups machen? Wenn wir hier auf Akzeptieren klicken, wird quasi im Hintergrund ein eigener Benutzer für die Backup-Jobs erstellt, der diesen managt. Sobald wir auf Akzeptieren klicken, haben wir auch schon eine Applikation dabei.
Wichtig sind dann Pläne. Über Pläne wird realisiert, wann wir was sichern. Genau, wir sehen hier, es sind schon zwei Pläne vorhanden. Das ist dieser Serverplan, mit dem wir die Infrastruktur managen, der vom Managed Service Provider gestellt wird. Und hier haben wir einen U365-Plan. Mit dem sichern wir derzeit alle Applikationen, die wir haben. Wir könnten allerdings auch für verschiedene Postfächer verschiedene Pläne nehmen. Am besten ist es einfach mal, wenn wir einfach mal durchgehen, was für Pläne wir haben und dann auch einfach selber mal einen Plan erstellen würden. Es gäbe eigene Exchange-Mailbox-Pläne, die bereits vorgefertigt zur Verfügung stehen, also ein Archivierungsplan und ein Journalplan. Oder wie in dem Fall, wie wir hier haben, ein O365-Plan. Dem geben wir einen Namen, sagen im Grunde sollen auch bereits archivierte Nachrichten gesichert werden und im Grunde dann eine Retention, also wie lange sollen die Sachen tatsächlich aufgehoben werden. Standardmäßig ist Retain indefinitely, also für immer aufheben, aktiviert. Man kann das aber auch auf 365 Tage oder eben Jahre, Monate einstellen. Die Search-Settings sind für Exchange noch ganz interessant. Im Grunde gibt es einem die Möglichkeit, direkt beim Restore noch nach zusätzlichen Informationen zu suchen, nach Absender, nach Erhaltungsdatum zum Beispiel, um eine E-Mail, die wiederhergestellt werden soll, einfacher zu finden. Mit diesen Einstellungen klicken wir dann auf Save und schon haben wir einen Plan erstellt, mit dem wir dann direkt auch schon unsere ersten Mailboxen sichern können. Hier sind wir in dem Exchange wieder, den wir gerade erstellt haben. Wir gehen im Grunde hier auf Add Mailbox, wählen hier oben den Plan aus, den wir gerade erstellt haben. Und hier sehen wir, würden wir dann alle Mailboxen sehen, die zur Verfügung stehen. In dem Falle haben wir hier jetzt einfach mal zwei Demo-Mailboxen ausgewählt, auf Save. Und prinzipiell haben wir direkt schon diese zwei Mailboxen beim Backup hinzugefügt. Nach einer Weile wird Commvault auch selber bemerken, oh, das sind Sachen, die haben wir ja noch gar nicht gesichert und selber ein Backup anstoßen. Wer aber jetzt, hey, ich habe das hinzugefügt, ich möchte bitte, dass das gleich passiert und es manuell starten, dann kann man hier einfach auf Backup und schon wird ein Backup-Job erstellt, der all diese Dinge backupt. So, wir haben jetzt hier testmäßig einfach mal ein Exchange und ein Teams hinzugefügt und jetzt würde ich einfach nur noch ganz fix zeigen, wenn es jetzt mal wirklich ans Eingemachte geht und wir ein, zwei Nachrichten wiederherstellen möchten. Der kam jetzt gerade auf uns zu, hat gesagt, hey, ich habe da eine E-Mail gelöscht, die bräuchte ich aber unbedingt wieder. Wie einfach es ist, tatsächlich die Sachen auch wiederherzustellen. Wir zeigen jetzt die Sachen aus dem letzten Backup wiederherzustellen. Man könnte aber auch über Recovery Points zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückspringen, an dem ein Backup gemacht wurde, diesen wiederherstellen und aus diesem eine Nachricht wiederherstellen. Unterscheidet sich nicht groß. Genau, wir haben hier die Mailbox 1 zum Beispiel, also der Mailbox 1-User hat sich jetzt gerade bei uns gemeldet. Er hat ein paar Nachrichten gelöscht und möchte diese wiederherstellen. Beim Restore hätten wir zur Auswahl, eine komplette Mailbox wiederherzustellen. Dann wird quasi die komplette Mailbox zu dem Zeitpunkt zurückgerollt, wo wir gerade dieses Backup gemacht haben. Wir können aber hier auch Messages auswählen. Im Grunde zur Auswahl bestünde an die Originallokation wieder zurück, die Informationen zu schicken, hier wieder in das Exchange oder dementsprechend als eigenes File. Wichtig zur Auswahl ist, hier, wenn diese Nachricht bereits besteht, weil der User sie doch nicht gelöscht hat oder so weiter, können wir auswählen, ob diese einfach übersprungen werden soll oder überschrieben. Dann beim Restore können wir immer noch überprüfen, hier mit Selected Items quasi, was wir wiederherstellen wollen. Also in dem Falle würde jetzt die komplette Mailbox einfach zu diesem Zeitpunkt wieder zurückgerollt werden. Genau. Bei einzelnen Messages bekommt man dann hier nochmal so eine Option, dass man auswählt. Hier sehen wir zum Beispiel den Posteingang des Users. In dem Falle könnten wir hier jetzt die einzelnen auswählen oder wir wählen einfach hier oben alles aus. Es wird ja nichts überschrieben, wenn wir das nicht angewählt haben. Wenn diese Nachrichten noch vorhanden sind, werden diese ja einfach übersprungen. Wir könnten es als PST-File zum Beispiel oder so exportieren lassen oder wie jetzt in dem Falle direkt restoren, die Items, die wir ausgewählt haben.
Dann kommt hier noch einmal die Option, die ähnlich aussah wie zur kompletten Mailbox. Und schon, tatsächlich, wenn wir dann auf Restore klicken, würden diese Nachrichten, als wären sie einfach noch einmal erneut geschickt, würden dann tatsächlich wieder im Posteingang auftauchen. Und das ist im Grunde die ganze Magie, die uns das Com Vault bietet. Und da sieht man, es ist sehr einfach, es ist sehr interaktiv, es ist einfach zu finden. Und das, finde ich, ist ein super Tool von Com Vault, das es den Kunden auf jeden Fall vereinfacht, ein solches Backup super umzusetzen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Sehr cool. Vielen Dank, Sabrina und Stefan. Eine Frage habe ich an der Stelle noch, weil das ist ja jetzt alles innerhalb der Cloud und innerhalb von M365. Ist es eigentlich auch möglich, dass man Daten wieder auf einen On-Prem-Exchange quasi zurücksichern kann, direkt, oder geht es über den Weg dann mit der PST oder der KAP oder so? Ich würde es mal sagen, das läuft dann immer über PSD, weil man das einfach besser handeln kann. Ne? Wahrscheinlich gibt es da immer Möglichkeiten, das hin und her zu schieben, aber rein vom Handling her würde ich sagen PSD. Ne? Aber falls irgendwelche Spezialsituationen jetzt auftauchen, ist der Kunde ja nie alleine. Wir als Projekt würden ja dann immer zur Seite stehen und dann, wenn etwas über die, sagen wir mal, Standard-Restores darüber hinausgeht, dann könnte der sich jederzeit bei uns melden und wir helfen demjenigen dann auch. Also all die Sachen, die wir gezeigt haben, da wird kein Kunde allein gelassen. Man bekommt dann auch eine Dokumentation, wo nochmal Schritt für Schritt alles erklärt wird, damit man auf jeden Fall als Kunde auch sicher gehen kann, was man jetzt hier macht, ist auf jeden Fall das Richtige. Ja, ja, tatsächlich sind da immer so ein paar Tretminen, sind immer vergraben, Benjamin, muss man schon sagen. Das mit der File-Location, eine PSD rauszuschreiben, ist gar nicht so unkompliziert, gibt es Berechtigungen. Nur, aber da muss ich sagen, da hat die Sabrina völlig recht, da helfen wir natürlich, wo es geht. Das ist schon klar. Sehr gut. In der Zwischenzeit ist noch eine Frage reingekommen, und zwar von Norbert. Kommen die Dateien mit dem ursprünglichen Datum zurück oder bekommen die ein neues Datum? Also tatsächlich wird als Datum das Datum, zu dem sie wirklich abgeschickt werden, angezeigt. Die kommen zwar als neue Nachrichten rein, bekommen aber nicht das Datum vom Restore, sondern das Datum von dem abgeschickt Datum, was der Com Vault im Hintergrund abgespeichert hat. Und es sieht dann tatsächlich aus, also ich habe jetzt leider das Slide nicht mehr, wo man die gerestorten Mails hätte, da würde tatsächlich dieser Freitag stehen, wo alle anderen auch geschickt wurden, ja. Sehr schön. Wollen wir nochmal hinspringen? Ich glaube das euch jetzt einfach mal so, ne, für den Moment. Sehr schön. Ja, damit keine weiteren Fragen. Wie gesagt, Stefan und Sabrina sind auch im Chat unterwegs. Also wenn ihr weitere Fragen habt, gerne reingeben. Ansonsten gerne dann auch in der anschließenden Q&A-Session für die, die technisch tiefer interessiert sind. In diesem Sinne, ich denke, ihr seid am Ende. Dann dürft ihr euer Bildschirmsharing wieder aufheben. Und ich gebe einen realen Applaus. Ihr wisst, im Chat dürft ihr natürlich auch gerne einmal applaudieren. Lasst ganz viel Liebe da oder mit anderen Emojis eure Emotionen ausdrücken. Und damit kommen wir ja zur Abrundung, last but not least, zu ja, Dennis Reinhardt, der einfach ein bisschen aufklären will, was kann man denn so alles jetzt als Backup as a Service machen oder was kann man denn verservicen, damit wir einfach eine schöne Abrundung haben. Wir haben die Kundenperspektive, wir müssen mit einem Partner zusammenarbeiten, wir haben die Vorzüge von Com Vault, wir haben jetzt mal live gesehen, wie es dann konkret in der Praxis aussieht, und wir haben ja festgestellt, das ist ja nur ein Baustein, und jetzt übergebe ich quasi an den Kollegen Dennis Reinhardt, der da einmal so das Bild komplett macht mit Backup as a Service, Flexibilität, die sie nachts besser schlafen lässt. Dennis, the stage is yours. Ja, danke, Benny. Ich hoffe technisch, man sieht meinen Bildschirm mittlerweile. Okay, prima. Dann würde ich jetzt gerne an das, was die Kollegen gesagt haben, anknüpfen wollen. Herr Dütsch hatte uns ja ein bisschen den Einblick gegeben. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir heute nochmal drüber sprechen. Wie sieht eigentlich typischerweise so ein Backup-Team aus? Und wir hatten jetzt über das Jahr hinweg, das ist nicht nur bedingt nur durch Corona, sondern ich glaube, das Thema Ransomware, das verfolgt uns alle mehr oder weniger, mindestens aus den Medien, aber man hat doch immer wieder mal auch aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, vielleicht auch aus dem Firmennetzwerkkreis, doch mal gehört, dass der ein oder andere betroffen war. Bei dem einen oder anderen ist es nicht so publik wie bei dem anderen, aber ich glaube, der jüngste Fall ist jetzt, glaube ich, keine 2 Wochen her,
war ein sehr großer Anbieter von Praxissoftware und von Praxissystemen jetzt wirklich betroffen war, wo viele, ich sag mal, Ärzte wirklich in einen Notbetrieb gegangen sind, weil sie einfach die Kommunikation und die ganze Verwaltung mehr oder weniger zusammengebrochen ist durch diesen Ransomware-Befall. Um das so ein Stück weit zusammenzuweben, was steckt eigentlich so dahinter? Und ich glaube, es gibt auch so ein paar Facts, die wir alle gelernt haben, wo wir vielleicht gemeint haben, okay, wir kennen uns damit vielleicht ein bisschen aus, aber dass es mittlerweile auch Ransomware-Produkte gibt, die gezielt die Backup-Umgebung angreifen, die gezielt File-Services angreifen, weil eins muss man ja sagen, die Leute, die so eine Software entwickeln, die Menschen, die sowas entwickeln, die sind nicht auf den Kopf gefallen. Und die wissen natürlich auch, wie wir als Unternehmen, wie wir als Dienstleister, wie wir als User mit dem einen oder anderen Thema umgehen, uns davor schützen wollen. Und auch das entwickelt sich ein Stück weiter. Es ist auch so, dass man nicht sofort erkennt, ob man von Ransomware betroffen ist. Also die Experten sagen, im Durchschnitt dauert es bis zu 180 Tage, bis man wirklich erkennt, dass man von Ransomware betroffen ist. Jetzt sagt man, okay, dann dauert es halt ein bisschen länger. Jetzt kommt aber folgendes Problem und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, der Stefan hat das vorhin so schön erwähnt. Wie lange heben Sie eigentlich die Daten im Backup auf? Sprich, wir haben jetzt die 180 Tage, das entspricht 6 Monaten, dann erkennen Sie, oh, wir sind von Ransomware betroffen. Sie wissen nicht genau, wie lange die Ransomware schon arbeitet, Dateien verschlüsselt hat, Dateien kryptografiert hat, den einen oder anderen Trojaner vielleicht installiert hat. Das heißt, Sie wollen jetzt ein Restore einspielen. Und jetzt fragen Sie sich mal, was ist denn Ihre Standard-Backup-Policy? Und die Standard-Backup-Policy typischerweise sind keine 180 Tage, sind wahrscheinlich auch keine 3 Monate, sondern ein typisches Backup. Wie lange hebt man das auf? Das hebt man vielleicht 30 Tage auf, dann hat man vielleicht eine Monatssicherung, die hebt man dann für ein Jahr auf. Das macht man aber wahrscheinlich nur fürs ERP-System, vielleicht für das ein oder andere HR-System, wo man eben Daten länger aufhebt, aber definitiv nicht für alles. Und das ist genau Teil dieses Problems, den man sich einfach stellen muss, um zu sagen, okay, wie lange muss ich eigentlich die Daten aufbewahren, um sie wiederherstellen zu können? Denn manche setzen drauf, dass Backup und Restore ihre Antwort ist oder ihre Hauptlösung ist gegenüber Ransomware. Und da muss man wirklich sagen, Achtung, genau hinschauen, aber da können wir ja auch gemeinsam drüber sprechen, um das eben als Faktor zu nutzen, um sich dagegen zu wehren. Dann ist es so, Herr Dütsch hat es vorhin erwähnt, viele unserer Kunden haben eine kleine IT-Mannschaft. Und die kleine IT-Mannschaft bedeutet, dass viele haben verschiedene Hüte auf. Und in den meisten Kundensituationen ist es so, es gibt nicht mehr den Backup-Admin, den es mal früher gab, sondern es gibt das IT-Team und das Backup-Thema, das macht jeder so ein bisschen mit. Und jetzt ist es auch so, dass, glaube ich, das Thema Backup grundsätzlich immer gilt als, ah, das ist ein Kostenfaktor und das macht total viel Arbeit. Und solange man den Restore nicht braucht, ist den meisten gelinde gesagt das Thema Backup auch gar nicht so wichtig. Sondern Backup wird immer dann spannend, wenn man einen Restore braucht und der entweder nicht da ist oder er nicht richtig funktioniert. Dann fängt man sich an, Gedanken zu machen über das Thema Backup. Aber in der Regel dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und genauso gilt es auch, dass häufig Backup-Umgebungen in Teilen vielleicht nicht so richtig funktionieren. Es ist ein bisschen das ungeliebte Kind, was ich vorhin schon sagte. Viele Leute haben so ein bisschen das Hütchen auf. Jetzt gibt es natürlich auch ein paar komplexere Szenarien. Vielleicht läuft der Job nicht, keiner guckt so richtig hin. Das heißt, es läuft auch unentdeckt ein bisschen im Hintergrund, dass vielleicht die Backup-Umgebung in Summe nicht mehr so richtig funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Und ich muss dazu sagen, dass wir als Projekt in den letzten 12 Monaten am meisten Neukunden in den Bereichen Backup as a Service gewonnen haben, aber auch im Bereich Professional Services, sprich Beratungsleistung, Analyse rund um das Thema Backup. Und das waren für mich mal so ein paar spannende Fakten, die ich einfach gerne mal teilen möchte. Und Budget ist immer ein Thema. In jeder Firma ist das Budget ein Thema. Und das heißt immer, Speicherplatz ist teuer, wir müssen Speicherplatz sparen. In der Regel spart man nicht an den File-Service-Mengen, die der Chef dann auf den Storage bringt, sondern in der Regel versucht man dann an anderen Stellen zu sparen, im Sinne von, auch, wir tun mal die Aufbewahrungsfrist vom Backup ein bisschen reduzieren, dann sparen wir ja ganz, ganz viel Kapazität hinten raus. Und da sagt man ja schon ganz gerne, vielleicht ist der Rotstift da an der falschen Stelle angesetzt, vielleicht sollte man doch die MP3-Dateien, die Urlaubsvideos vom Chef etc. pp. Dann doch mal in so eine Exclude-Liste reinpacken, dass die einfach nicht doppelt und dreifach und fünffach gesichert werden. Das spart dann auch schon mal etwas, das heißt, ein bisschen mehr mit Sachverstand an die Sache heranzugehen.
Das zweite Thema ist, dass natürlich auch die Datensicherung wirklich immer komplexer wird. Sabrina hat es gerade gezeigt, wie einfach es sein könnte. Allerdings braucht man dann auch das Werkzeug und das Instrument, das es eben einfach macht. Und ich werde gleich nochmal so ein bisschen versuchen, Komplexität mal zu zeigen, wie es sein kann, wenn man nicht das richtige Werkzeug hat, wenn man nicht, ich sag mal, Profi ist in dem Bereich Backup und Restore. Und das ist teilweise auch eine Überförderung, eine Überforderung von IT-Lern. Ja. Das heißt, die sind dann eigentlich mehr der Generalist, die machen ein bisschen Netzwerk, die machen ein bisschen Server, ein bisschen VMware, ein bisschen Cloud, ein bisschen dies, ein bisschen das, aber sie sind nicht der, die Expertin in allen Bereichen. Und das ist immer zunehmender natürlich ein Problem. Manche glauben aber doch, dass sie sich irgendwo in Sicherheit bieten können. Jetzt muss man natürlich sagen, das sagen alle Security-Experten, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, sondern es gibt verschiedene Maßnahmen, um sich natürlich bestmöglich dagegen zu schützen. Und gerade das Thema Ransomware fand ich sehr spannend. Gab es jetzt vor kurzem eine Studie, die Sophos veröffentlicht hat und haben gesagt, okay, wie geht man eigentlich mit dem Thema Ransomware um in verschiedenen Unternehmen? Welches Risiko habe ich eigentlich? Kriege ich meine Daten wieder? Im Sinne von, okay, wenn ich halt betroffen bin, zahle ich das Geld? Die Frage ist, wenn ich das Geld bezahle, kriege ich alle meine Daten wieder? Und interessant war gewesen, dass laut vieler Befragter in den letzten Jahren, insbesondere in diesem Jahr, haben gesagt, okay, 8% der Unternehmen, die betroffen waren und das Lösegeld bezahlt haben, haben ihre Daten in Summe wiederbekommen. Das heißt, 92% der Firmen, die das Lösegeld bezahlt haben, haben ihre Daten nicht oder nur teilweise wiederbekommen. Und das sollte einem schon ein bisschen zu denken geben, zu sagen, okay, also alleine das Lösegeld zu bezahlen, ist einfach keine Garantie, weil natürlich hat man mit Kriminellen zu tun. Und genau darum geht es, dass eigentlich immer mehr, und das sind, ich sage mal, über die Hälfte, nutzen die Datensicherung, um ihre Daten wiederherzustellen. Jetzt haben wir nochmal ganz kurz im Kopf, Backup-Policies, 180 Tage im Mittel, bis man erkennt, dass man Ransomware betroffen ist, bedeutet natürlich auch, ich kann vielleicht gar nicht alles wiederherstellen, weil einfach die Backup-Policy es nicht mit hergibt. Das heißt, auf jeden Fall Knoten in die virtuelle Krawatte machen, prüfen, wie sind aktuell Ihre Datensicherungspolicies beschaffen, was sind die Anforderungen aus dem Business und was sind die kritischen Systeme, was sind die kritischen Applikationen, was sind die kritischen Daten für Ihr Unternehmen, die Sie länger aufbewahren müssen, um im Fall der Fälle überleben zu können. Und bei manchen Firmen geht es wirklich darum, da geht es ums Überleben der Firma und das geht relativ schnell, dass wenn man die Daten oder ich sage mal zentrale Systeme nicht zur Verfügung stellen kann, dann geht im Prinzip überall das Licht aus. Wenn der Vertrieb nicht mehr funktioniert, wenn die Produktion nicht mehr produzieren kann, wenn im Prinzip die ganze Logistik steht, das heißt, Sie können keine LKWs mehr beladen, Sie können keine Lieferscheine mehr schreiben etc. pp. Das ist teilweise Fakt bei Firmen schon passiert. Wo können wir an der Stelle helfen? Wir können an der Stelle helfen, wenn Sie jetzt sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, wie gut oder wie schlecht unser Backup gerade ist. Vielleicht auf der Suche sind nach einer alternativen Backup-Lösung. Die Kollegen, insbesondere der René, hat ja vorhin vorgestellt, was bietet dort die Commvault an. Ich würde es auch gerne nochmal unterstreichen wollen, dass wir genau auch jemand sind, der sage, wir sind gerne auf der Suche nach einem Produkt, was relativ viele Use Cases abdeckt. Auch wir haben kein Interesse daran, hunderte von diversen Tools einzusetzen. Deshalb haben wir uns bewusst für unseren Service based on Commvault entschieden und können deshalb auch sehr viel Erfahrung teilen. Und wir können diese Erfahrung auch im Rahmen einer Dienstleistung zukommen lassen. Sei es jetzt eben Beratung oder sei es jetzt wirklich eben gemeinsam mit Ihnen in die Analyse zu gehen und auch ein bisschen Bedarfserfassung zu machen. Wir können auch das Team entlasten, indem wir gewisse Themen übernehmen. Und genauso ist es auch die Möglichkeit, dass wir Ihnen das eben auch auf Basis eines Cloud-verbrauchsbasierten Modells als Dienstleistung anbieten können. In Summe bietet der Backup as a Service, den wir als Projekt anbieten, das SUSI-Sorglos-Paket. Bis hin zum SUSI-Sorglos-Paket muss ich sagen, weil wir es in verschiedenen Ausprägungen anbieten. Wir bieten das an 7x24 rund um die Uhr. Wir bieten hybride Workloads an. Die Kollegen haben vorhin schon gesagt, egal ob das jetzt Cloud ist, ob das jetzt On-Prem ist, ob das hybride Szenarien sind und gerade das Thema Office 365 ist für viele Kunden, insbesondere durch die Corona-Situation, beflügelt ein Thema gewesen, wo viele Kunden uns angesprochen haben und sagen, lass uns doch bitte mit dem O365-Thema starten. Wir haben da jetzt einen relativ großen Bedarf.
Viele von diesen Kunden sind mittlerweile auch in den Genuss gekommen, erweiterte Backup-Services von uns zu nutzen für die On-Prem-Server-Infrastrukturen oder eben auch für andere Workloads. Und das entsprechend können wir sicherstellen. Ohne jetzt ins technische Detail reingehen zu wollen, wie funktioniert das? Wir haben jetzt unsere Backup-Umgebung, die Sabrina und der Stefan haben es vorhin kurz vorgestellt. Der Vorteil bei unserer Lösung ist, wir können den Backup-as-a-Service entweder zentral betreiben aus Nürnberg, wir können den entsprechend in die Cloud rein verlagern. Genauso können wir den aber auch bei Ihnen in die On-Prem-Infrastruktur verlängern. Das ist der große Vorteil an der Flexibilität. Das heißt, egal ob On-Prem, Workloads in der Cloud, oder auch andere Software-as-a-Service-Offerings. Wir haben die Möglichkeit, das entsprechend miteinander zu vernetzen, die Datensicherung sicherzustellen, aber gleichzeitig auch den Restore sicherzustellen. Und da gibt es natürlich noch das eine oder andere an Goodie. Ich habe das jetzt mal hier unten links dargestellt. Bieten wir natürlich auch noch weitere Storage-Tiers an. Das heißt, wenn man die Daten gerne auch außerhalb der Cloud sichern möchte, René hat es vorhin gesagt, es bietet sich immer an, Datensicherung oder ich sage mal Backup-Daten von den primären Workloads zu trennen. Das heißt, wenn wir sagen, die Cloud ist primär unser Datenverarbeitungsmedium, ist es natürlich sinnvoll, Daten außerhalb der Cloud zu speichern, um wirklich diese Medientrennung entsprechend sicherzustellen. Gleichzeitig bieten wir bei uns in den Räumen oder in den Räumlichkeiten natürlich auch noch an, dass wir weitere Konzepte spinnen können. Das heißt, Disaster Recovery, Business Continuity, Konzepte aufzusetzen auf die traditionelle Backup- und Restore-Lösung. Manche werfen das immer so in einen Topf. Ich sage immer, ja, es ist natürlich möglich. Allerdings, wenn wir über Business Continuity reden, dann muss man das Bild ein bisschen weiter spannen, als nur zu sagen, der Backup-Admin, der wird im Prinzip mir das Leben retten und Backup ist jetzt meine Allheilmittel. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen. Es ist natürlich Teil, das heißt, die Datensicherungslösung ist Teil von Disaster Recovery und von Business Continuity. Aber es wäre zu kurz gegriffen, wenn man sagen würde, mit dem Thema Backup und Restore habe ich all diese Themen entschlagen. Das ist so nicht ganz korrekt. Flexibel lebend, weil wir natürlich auch die Restores entsprechend umleiten können. Stefan und Sabrina haben es vorhin schon vorgestellt. Gleiches gilt natürlich auch für Server-Workloads. Und weil vorhin die Frage war, wo sind jetzt eigentlich die Vorteile von Commvault, haben wir versucht, hier oben links eben nochmal darzustellen. Wir beschränken uns nicht auf Office 365 Datensicherungen, sondern wir können auch die konventionellen Systeme abziehen. Und damit meine ich auch nicht nur virtuelle Umgebung, weil nicht alle Kunden haben nur virtualisierte Systeme, sondern da stehen noch Solaris-Systeme rum, da stehen noch AIX-Systeme rum, da stehen vielleicht auch noch NT-Systeme rum und vielleicht noch die eine oder andere AS400. Mittlerweile heißen sie zwar iSeries, aber dennoch gibt es diese AS400. Und auch diese müssen ja irgendwie in die Datensicherung mit eingezogen werden. Und wir haben mit unserer Plattform entsprechende Möglichkeiten. Aber, und da muss ich jetzt dazu sagen, bevor wir jetzt zu sehr in das Thema Ransomware gucken, es kann auch mal ganz anders passieren, dass einfach ein Human Error passiert. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wer es letztes, ich sag mal, im späten Sommer letzten Jahres gelesen hat, muss ich sagen, ich war sehr betroffen, weil natürlich dieser arme Mensch hat mir unglaublich leid getan, der bestimmt beste Absichten hatte, als er auf diesen Knopf gedrückt hat und den Chatverlauf gelöscht hat von knapp 150.000 Usern. Auch das ist ein typischer Use Case, wo man sagt, okay, die Daten sind weg, wie können wir jetzt diese Daten wiederherstellen? Und was man, glaube ich, unterschätzt, René hat das vorhin mal gezeigt in so einem kleinen Bild, ich habe es jetzt einfach mal mitgebracht, für die etwas komplexeren Use Cases. Und da macht genau so eine Lösung unglaublich Sinn, ist, dass wenn wir über Teams sprechen, wir als User kennen Teams, es hat eine Oberfläche, ich habe vielleicht eine App auf dem Handy etc. pp. Dazu. Teams ist aber im Backend keine singuläre Anwendung, sondern Teams ist eine Kombination aus verschiedenen Produkten, die Microsoft verwoben hat. Man könnte es so ein bisschen Joint Venture nennen. Das heißt, ich habe die Kombination aus OneDrive, ich habe eine Kombination aus SharePoint und ich habe eine Kombination aus Exchange, wo ich Daten verteilt abspeichere. Und genau hier kommt die Besonderheit. Ich muss ja in der Lage sein, wenn ich mit Teams arbeite und der User eine Teams-Restore-Anfrage hat, sei es jetzt ein Chat, sei es jetzt eine Datei, sei es jetzt irgendwo ein Workflow, muss ich das ja auch wieder bereitstellen. Das heißt, ich brauche ein Softwareprodukt, das ich im Hintergrund
OneDrive, SharePoint, Exchange bedient für Backup und Restore, aber es so konsistent wieder zur Verfügung stellt, dass es innerhalb von Teams funktioniert. Und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich dieses Jahr mehrere Kundengespräche geführt, die Softwareprodukte eingesetzt haben, die genau das nicht können oder nur in Teilen können. Zwei ganz wesentliche Aspekte, wenn Sie sich da wirklich momentan informieren oder umschauen. Punkt 1, was viele Produkte nicht können, was wir aber mit der Comfort-Lösung zur Verfügung stellen können, ist die Versionierung im SharePoint. Das heißt, Kunden hatten das Problem, sie konnten zwar im SharePoint Daten wiederherstellen, sie konnten aber nur die aktuellste Version der Daten wiederherstellen. Sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, eine andersartige Version dieser Datei wiederherzustellen. Die Sabrina hat es vorhin gezeigt, in so einer Art Webbrowser habe ich dann auch die Möglichkeit, auch als User die Möglichkeit, genau diesen Drilldown zu machen, in so einer Explorer-Ansicht, um zu sagen, ich will nicht nur diese Datei, sondern ich will eine spezifische Version aus dieser Datei wiederherstellen. Und genau da macht zum Beispiel diese Lösung den großen Unterschied. Und bevor ich jetzt aber zu technisch werde, gucken wir uns das mal an, wie sieht das denn so aus dieser User-Sicht aus? Jeder von Ihnen, der mit Teams arbeitet oder häufig mit Teams arbeitet, kennt diese Oberfläche. Und wir haben jetzt mal versucht, so ein bisschen ein Mapping zu machen, zu sagen, okay, wo haben wir denn jetzt wirklich jetzt hier diese Verknüpfung? Jetzt habe ich oben in so einem Teams-Kanal, habe ich ja auf der einen Seite genau diese Benachrichtigungen. Die Benachrichtigungen werden im Backend im Exchange gespeichert. Wenn ich Dateien oder Wikis bearbeite, werden die im Hintergrund auf SharePoint Online abgespeichert. Und wenn ich andere Dateien hochlade, weil ich habe hier links ja noch die Möglichkeit, über Files zu browsen, dann werden die im Hintergrund auf OneDrive for Business abgespeichert. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt kein Produkt habe, was das für mich einfach managt, um zu sagen, ich habe am Ende meine kleine Oberfläche, wo ich einfach nur die Dateien zusammenklicke oder die Chatverläufe und will sie wiederherstellen, dann ist das total einfach. Wenn Sie jetzt aber sagen, okay, ich habe doch mein Backup innerhalb der Microsoft Cloud, dann haben Sie wahrscheinlich Ihr Backup für Exchange Online, Sie haben wahrscheinlich irgendwo ein Repository für das Thema OneDrive etc. pp. Aber die Frage ist, wenn dann eben der Restore-Fall eintritt, dann müssen Sie in diesen verschiedenen Tools und Mechanismen arbeiten, damit Sie das am Ende des Tages wieder so hinbekommen. Und das ist genau der Vorteil, warum die Frage vorhin kam, was ist jetzt eigentlich der Vorteil, den im Prinzip diese Comvault-Lösung da bietet oder warum wir als Projekt diese Comvault-Lösung einsetzen, dann ist das genau einer der Gründe, warum wir das tun. Für uns ist es nämlich relativ einfach, die Sachen am Ende des Tages zu verweben und für Sie dann effektiv einfach und konsumierbar zur Verfügung zu stellen. Und da müssen Sie kein O365 oder Teams oder SharePoint oder Exchange-Experte sein. Das erledigt im Prinzip das Tool. Und der Vorteil ist, falls es irgendwelche Probleme geben sollte, dann rufen Sie im Prinzip bei der Projekt an und sagen, Leute, ich brauche eure Hilfe. Thema Service-Baustein. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir bieten verschiedene Stufen und Ebenen an, um Sie auf dem Weg zu unterstützen oder das ein oder andere vielleicht mal mit dem Zwei- oder Vier-Augen-Prinzip zu hinterfragen. Und genau das wollen wir darstellen mit dem Thema Service-Tiefe. Wir haben verschiedene Bausteine, Consulting, Support-Services, Monitoring, Remote-Services bis hin zum Thema Backup-as-a-Service. Und das sind eigentlich diese Ebenen, wo wir modular den Kunden anbieten, sie entsprechend zu unterstützen, sei es jetzt einmalig auf einer Projektbasis, als verlängerte Werkbank in einem reaktiven Modell bis hin aber auch zu einem proaktiven Modell bis hin zu vollständigen Serviceerbringung durch uns. Das heißt, wir werden dann Teil Ihres Teams. Das ist dann zwar virtuell, aber dennoch, dass man dann sagt, pass auf, wir haben da ein starkes Team im Hintergrund, das genau diese Leistung für uns erbringt. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Wir fangen an mit dem Thema Consulting Services. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wenn Sie unsicher sind, wo Sie derzeit gerade stehen, ist das genau so ein Paket, dass man sagt, unsere Experten setzen sich mit Ihnen zusammen, sprechen über Ihre Anforderungen, schauen sich die Umgebung an, machen Vorschläge, Maßnahmen bis hin dann zu Projekten gemeinsam mit Ihnen, um genau, ich sage mal, Risiken zu minimieren oder Verbesserungen entsprechend einfließen zu lassen. Das Ganze kann natürlich auch sein, dass Sie sagen, pass auf, ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich nicht weiterkomme. Vielleicht auch eine Urlaubssituation, Krankheitssituation. Dann bieten sich die Support-Services an, wo Sie uns als verlängerte Werkbank nutzen, wo Sie bei uns anrufen,
uns ein Ticket schicken und sagen, pass auf Leute, ich habe hier ein Thema oder ein Kollege ist gerade im Urlaub, dann übernehmen wir für Sie Aktivitäten in der Umgebung. Dasselbe kann man natürlich auch noch gestalten mit einem aktiven Monitoring-Service. Das heißt, die Umgebung wird ein Stück weit von uns überwacht. Wir kriegen entsprechend dann Alarme zugesendet. Wir gucken uns das entsprechend an, gucken, ob wir eventuell dort schon erste, ich sag mal, Lösungsansätze entwickeln, besprechen das mit Ihnen, geben Handlungsempfehlungen weiter, bis hin zu dem Thema Remote Service Management. Das heißt, wir sind dann in dem Fall 7x24 für den Betrieb der Backup-Umgebung verantwortlich. Das kann auch Ihre eigene Backup-Umgebung sein. Das kann aber auch eben die besagte Lösung sein, die wir für Sie oder ich sage mal in Ihren Bereich entsprechend verlängern. Angefangen bei Office 365, aber eben auch mit den On-Prem-Strukturen. Das ist dann wirklich die höchste Güte an Service, die wir für Sie erbringen können. Manche reden vielleicht auch schon von Outtasking, genau das ist es auch. Das heißt, Sie übergeben diese Backup-Verantwortung an uns und wir sind Ihre ausführende Einheit und Ihr Organ. Und falls Sie für den Anfang einfach sagen, vielleicht wäre es ganz gut, dass ich einfach nur mal einen alternativen Speicher habe, einen alternativen Speicherstandort habe, wo ich ein paar Sachen mal reinlagere. Denn wir hatten vorhin darüber gesprochen, Ransomware-Befall von Backup-Umgebung. Und das, was wir eben auch darüber hinaus bereitstellen, ist ein Storage Repository auf Basis von dem S3-Protokoll. Der Vorteil ist, wenn Sie eine einigermaßen moderne Backup-Software einsetzen, dass diese Backups entsprechend auch verschlüsselt werden können. Sie können mit einem sogenannten Object Lock versehen werden. Das heißt, trotz Ransomware-Befall können diese Daten nicht gelöscht werden. Das ist ein guter Einstieg in das Thema, da bin ich ganz ehrlich. Und wir wollen Ihnen auf jeden Fall helfen, dass Sie mit dem Thema Ransomware oder grundsätzlich mit dem Thema Backup und Restore keine schlaflosen Nächte mehr haben. Wir haben manche Kunden gehabt, die haben uns angerufen. Viele, beziehungsweise die meisten, können sicherlich besser schlafen. Ich glaube, wir haben für alle die richtige Lösung gefunden. Und bei dem Thema Lösung finden und Kontakt ist einfach mein Wunsch, egal ob Sie Unterstützung brauchen, ob Sie eine Beratung brauchen, ob Sie sich einfach mal austauschen wollen, rufen Sie bitte die Kollegin Scherer an für Termine und für den Austausch. Sie stellt den Kontakt her. Und was ich, glaube ich, auch noch sagen möchte, Benny, ich glaube, es ist am Anfang vielleicht ein Stück weit untergefangen, wenn Sie das Office 365-Projekt mit uns machen wollen, dann sind wir auch der richtige Partner in der Lizenzierungsfrage. Das heißt, wir richten nicht nur Backups ein für Office 365, sondern wenn Sie den Weg in die Cloud gehen wollen, können wir das auch gemeinsam tun, weil wir entsprechend Microsoft-Partner sind und bringen auch die entsprechenden Lizenzen für Sie mit auf Basis eben der Microsoft-Cloud-Modelle Pay-Per-Use. So, Benni, ich hoffe, zeitlich habe ich das jetzt geschafft. Ja, einwandfrei. Auch Dennis, an dich vielen, vielen Dank. Ein reales Klatschen von mir. Im Chat darf natürlich auch die Euphorie wieder mit Smileys, sonstigen Emotionen geteilt werden. Damit sind wir am offiziellen Ende. Es gibt noch ein paar kleine Sachen und dann gehen wir in die Q&A-Session, weil ich habe hier auch noch vom Daniel eine Frage. Das heißt, die nehme ich einfach mit in die Q&A-Session. Zunächst einmal ganz offiziell das Ende für die Aufzeichnung natürlich. Vielen lieben Dank an alle Speaker, die hier gesprochen haben. Vielen lieben Dank an alle aufmerksamen Zuhörer. Für mich gibt es jetzt nochmal so ein kleines Pasting. So machen wir das immer. Immer am Ende der Session, wer bis zum Ende durchgehalten hat, wie gesagt, vernetzt euch gerne mit uns, folgt uns gerne auf Social Media, denn da werden wir zum Beispiel die Aufzeichnung wieder publizieren. Also das heißt, wer sich das dann nochmal anschauen will, einfach uns auf Social Media folgen. Wir schmeißen da quasi dann den Streamlink rein. Wer mehr zu Ransomware wissen will, hatten wir schon ein Event. Das nächste Event ist sowas für die Admins, die vielleicht auch mal den Hersteller Rubrik kennenlernen wollen. Da haben wir ein Hands-on-Lab, habe ich auch mitgepastet. Und die Präsentationen von heute. Ich alterte Melzer, ich habe schon mal alles vorbereitet. Die gibt es direkt zum Download, quasi direkt in der Dropbox schon. Das Interview natürlich dann nur im Stream und die Live-Demo dann auch nur im Stream, aber so als kleiner Hobby-Fernsehkoch habe ich da schon mal die passenden Präsentationen vorbereitet. Damit sind wir offiziell am Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Q&A-Session.